Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Hospital hier auf meinem Kanal. 61.000 Euro bzw. Dollar haben wir aktuell auf dem Konto. Klinik ist dabei zu gehen, ab auf die Verbrennungsstation. Danke und so. Der Kollege arbeitet relativ viel. Hier warten gerade noch zwei weitere Patienten darauf, hier reinzukommen. Neue Aufnahmesession hier am Start. Und ich habe mega Bock darauf einfach. Ich habe mega Bock darauf, hier was zu schaffen. Und es wird mega, mega cool werden, mit Sicherheit. So, ich würde sagen, wir werden hier auch einen weiteren Raum ausbilden bezüglich hier, ne? Das würde ich auf jeden Fall machen. Einen weiteren Überwachungsraum definitiv. Könnte wahrscheinlich ganz sinnvoll werden oder ganz sinnvoll sein. Müssen wir mal gucken. Also ich würde auf jeden Fall noch einen weiteren Raum machen. Wir haben gerade erst mal 10 Uhr. Das sollte eigentlich passen, Leute. So. Dann machen wir das einfach mal hier. Passt auf. Bedeutet, wir müssten hier einen Abstrich machen bezüglich Wand. Ne? Das müsste definitiv sein. So, dann müssen wir hier da in die Richtung gehen. Dass wir hier wie viel Platz lassen? Ich mache mal eben einen anderen Boden rein. Können wir das nämlich besser sehen insgesamt. Wände. Einmal die abreißen, die Wände. Können wir hier ähnlich gebrauchen gerade. Und dann schauen wir mal mit dem Boden, dass wir da den Boden machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 4. 6 mal 4. Und dann 3 mal 4. So, das wäre nochmal der Raum. Zusätzlicher Raum, Überwachungsraum für die Neurologie. Eine Türe kommt auf jeden Fall auch rein. Sonst wäre das relativ sinnfrei. Dann haben wir die Betten. Ein Bett dahin, das andere Bett dahin, da, genau, einmal den Nachttisch, wir müssen auch den Raum noch machen, Überwachungsstation hier, so, Nachtschrank. Verbesserter Monitor. Und hier der andere verbesserte Monitor. Dann die Bettenkonsole. Und die andere kommt hier hin. Sehr gut. So, dann brauchen wir hier das einmal. Das kommt einmal dahin. Ich möchte die Zimmer ungefähr gleich aussehen haben. Weil sonst macht das, finde ich, nicht wirklich viel Sinn. Meiner Meinung nach. Wenn die unterschiedlich aussehen, finde ich das nicht wirklich schön. Deswegen. Dann möchte ich das schon relativ identisch haben. Sichtschutz machen wir hier rein, klar.
1, 2, 3. Dann kommt da noch ein schicker Stuhl rein. Dann kriegen wir hier noch eine Blume hin. Dann machen wir noch eine Wanduhr. Und ein Poster Arterien. Das wäre jetzt so der nächste Raum, den wir hier so machen könnten oder gemacht hätten. Was wir noch machen können, ist der Korridor. Den können wir einmal ausweiten auf 4. Das wäre der Korridor. Da müssten wir den Boden noch einmal ausbessern. Dann hätten wir den Überwachungsbereich im Prinzip erstmal schon mal durch. Von der Neurologie. Dann hätten wir das erstmal geschafft. Sieht gar nicht mal so verkehrt aus an sich. Die Wände müssen wir noch eben schnell machen. Sehe ich gerade. Die müssen wir noch mal eben ausbessern. Aber sieht soweit gut aus. Okay. Hier ist der Eingang. Genau. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte hier. Danke. Also das wäre so der Überwachungsbereich hier, den wir so hätten. Und dafür würde ich im Prinzip schon eine Putzkraft einstellen, die hier auch regelmäßig dafür zuständig ist, sauber zu machen. Ne? Nur für diesen Bereich hier. Nur für diesen Bereich will ich eine eigene Reinigungskraft haben. Bedeutet hier, die Reinigungskraft, welche wären das? Das wäre die hier. Relativ preiswert, fleißiger Mitarbeiter, nimmt sich keine Pausen. $100, okay. Der ist nur dafür zuständig, hier den Raum zu machen. Den Raum zu machen. Den Raum zu machen. Den Raum zu machen. Sowie die beiden Toiletten. Und den Korridor. Mehr werde ich dem definitiv nicht zuweisen. Deprimiert. Na super. Okay. Egal. Erstmal ist das in Ordnung. Erstmal ist das in Ordnung, Leute. Obduktion abgeschlossen. So, dann können wir die Leiche zum Bestattungsdienst senden. Dann ist das erledigt. So, jetzt ist die Frage, wie wir machen wir das Wartezimmer. Das Wartezimmer müssen wir auch natürlich auch machen hier. Für die Neurologie, für die Innere, wir sind in der Inneren, ne? Innere Medizin. Sind wir gerade, genau, Innere. Und ja, die Überwachungsstation steht zumindest schon mal. Das ist schon mal ein Schritt, den wir in die richtige Richtung gegangen sind. Und jetzt würde ich dann erstmal Ärztezimmer machen. Beziehungsweise ich werde erstmal hier den Raum abreißen. Beziehungsweise die Wände hier abreißen. Dann können wir hier gucken, ob wir das eventuell optimaler gestalten können mit den Räumen für die Arztzimmer. Beziehungsweise wir könnten hier eigentlich einen Wartebereich machen. Wartebereich wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht hier, ne? Wir machen den Raum weg. Den könnten wir verlegen. Notfalls. Wäre das eine Idee, wenn wir den Raum verlegen? Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung.
Das muss auf jeden Fall hier weg. Das muss weg. Das kommt erstmal weg. So. Dann machen wir hier einen Durchgang, ne? Dann könnten wir hier an der Stelle eigentlich einen kleinen Wartebereich machen. Ich mal so überlege, ich nehme mal die Wand. 1, 2, 3. Könnten wir hier einen kleinen Wartebereich machen, ne? Ich glaube, das wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Sieht, glaube ich, sogar ganz geil aus. Das sieht, glaube ich, sogar ganz geil aus. Ne? Haben wir hier die Wand? Welchen Boden machen wir da? Würde auch eventuell in Richtung hellen Boden gehen. Das wäre vielleicht eine Variante, hellen Boden. Ja, heller Boden. Dann machen wir die Stühle. Wartebereich, Moment, Wartebereich. Wartezimmer. So, ich glaube, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich glaube, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Weil dadurch haben wir die Möglichkeit, hier zumindest zu sagen, okay, wir nehmen hier schwarze Stühle. Statt roter. Ich weiß nicht, ob grüne aussehen. Ne, grüne sehen nicht so aus. Dann machen wir hier nämlich einen kleinen Wartebereich. Wenn wir hier farblich mal was machen. Ne, es sieht auch nicht wirklich aus, ne? Ich weiß nicht. Ne, ich bleibe bei Schwarz. Ich glaube, Schwarz sieht da schon am besten aus. Schade, dass es nicht mehr Farben gibt. Das ist natürlich schade. So, das heißt, den Wartebereich können wir hier entfernen. Das heißt, das kann weg. Das kann weg. Dann haben wir hier den neuen Wartebereich für die innere Medizin. Deprimiert. Wenn er deprimiert ist, ist das nicht so toll. Das gefällt mir nicht. Nee, das gefällt mir nicht. Deprimiert ist nicht gut.
So, kommt. Hallo? So, obwohl hier könnten wir eigentlich blaue Stühle machen, oder? Hier können wir blau machen. Da wäre ich mit einverstanden. So, okay. So, das wäre dann der Bereich. Dafür würde ich auch jemanden einstellen. Also den Korridor hier. Dann machen wir den Korridor hier. Den Korridor. Das mit dazu. Dann hätten wir den Bereich definitiv hier drin. Hier bräuchten wir noch ein Personal. Da würde ich die nehmen. Für nachts würde ich die nehmen. Ja. So, jetzt die Frage. Deprimiert. Haben wir jemanden, der nicht deprimiert ist, aber preiswert ist? Ich möchte schon was Preiswertes haben. Ne? $143 ist jetzt nicht wirklich preiswert, aber wenigstens besser als nichts, ne? Gut, dann macht die bitte folgende Bereiche sauber. Hallo? Die macht bitte folgende Bereiche sauber. Einmal den hier. Einmal den hier. Einmal das Wartezimmer. Einmal die Rezeption. Einmal den Abstellraum, beziehungsweise auch einmal den Korridor hier. Auch ein paar Räume, die sauber machen muss. Aber wie gesagt, kann nicht verkehrt sein. Kann definitiv nicht verkehrt sein. Hier kriegen wir noch ein zweites Arztzimmer, was nur auf Tagschicht besetzt ist. Nur auf Tagschicht besetzt sein wird. Das auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, dass wir das irgendwie hinkriegen. Aber werden wir schon schaffen. Das werden wir schon schaffen. Da sehe ich überhaupt keinen Druck drin. Was ist jetzt los? Untersucht. Warum geht hier rein und wieder raus? Hä? Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Die muss zum EEG. Okay. Haben wir das EEG nach unten oder was? Wir sind hier bei der welche Abteilung sind wir hier bei der Chirurgie? Nein. Also Neuro sind wir, ne? Ja, wir sind bei der Neuro.
Schmutzige Etage, schöne Umgebung, kurze Wartezeit. Ja, okay. Das heißt, sie ist jetzt zur Neuro und macht ein EEG erstmal. Hat aber nichts gebracht, okay. Okay, interessant, ja. Das ist interessant, okay. Bezüglich des Weiteren. Der Arzt hat jetzt gerade erstmal nichts zu tun, ne? Der kann hier essen, trinken, was weiß ich was. Das ist in Ordnung. Also so viel zu tun hat er gerade nicht. Die Ärzte haben hier auch gerade nicht wirklich viel zu tun. Füllt Bedürfnisse, tut nichts. Perfekt, das ist in Ordnung. Auch die Schwestern sind gerade relativ easy dabei. Patienten kontrollieren, okay, klar, aber so großartig haben die gerade auch nichts zu tun. Das ist schon mal gar nicht mal so verkehrt. Das ist gar nicht mal so verkehrt, ne? Wir könnten auf jeden Fall noch hier einmal eine Trage umstellen. Eine würde ich hier hinstellen. Eine stellen wir hier hin. Die können wir da noch mal eine Blume hinstellen. Auch hier können wir noch mal was Schöneres machen. Eine Topfpflanze von mir aus. Haben wir hier ein Tier hin. Dann eine Topfpflanze hier hin. Eine Wanduhr. Poster von mir ist hier hin. Von mir ist hier ein Mülleimer noch. Okay, sieht gar nicht mal so schlecht aus, ne? Sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Gefällt mir. Das gefällt. So, dann würde ich sagen, war es das aber erstmal für die Folge, Leute. Wir sind schon wieder bei 23 Minuten. Wir sehen uns wieder. In dem Sinne, bis dann erstmal. Servus und tschüss.